Glückwunsch an Saarbrücken. Ich denke, unterm Strich ist absolut verdienter Sieg. Meiner Meinung nach ist ja das Ergebnis viel, viel deutlicher als die Leistung von meiner Mannschaft, weil wir phasenweise sehr gut Fußball gespielt haben. Wir haben auch die ersten 30 Minuten mit einem oder anderen sehr gute Chance gehabt, in Führung zu gehen. Haben wir nicht geschafft, uns zu belohnen. Nach den 30. Minuten circa. Mein Kollege hat ein bisschen umgestellt, habe ich das Gefühl, und dann waren sie ein bisschen besser im Spiel und dann mit dem Abpfiff mehr oder weniger gegen die Führung, haben wir schlecht verteidigt. Generell war alle Tore, die wir heute bekommen haben, einfach zu viel zu einfach. Definitiv, weil wir gute Leistung gebracht haben und unsere Rinder Fehler gemacht haben, die zum Gegentor geführt haben. Und am Endeffekt, zweite Halbzeit haben wir gesagt, okay, in der Halbzeitpause, wir wollen geduldig bleiben, wir wollen nach wie vor noch kompakt bleiben, weil es gefährlich ist, jetzt hinten aufzumachen. Wir haben genug Zeit, Tor zu machen. Und das haben wir auch geschafft. Wir machen 1-1, was auch, denke, das nicht unverdient war. Ja, und dann denkt man, dass jetzt alles wieder normal ist und dass das Spiel wieder von vorn angeht. Und dann passierst du innerhalb der kürzesten Zeit, zweite und dritte Tor. Das Schlimmste, glaube ich, für mich auch als Trainer ist, was auch heute der Fall ist. Erstmal mit der Abpfiff kriegst du Gegentor. Ich bringe drei frische Leute rein und nicht mal eine Minute auf dem Platz, das kriegst du das zweite Tor. Dann heißt das wieder Stimmung im Keller. Es kommt noch dazu, dann kassierst du das dritte Tor und das Spiel war gegessen. Nach dem 3-1 Saarbrücken war natürlich dominant und haben auch Glück gehabt, dass wir nicht mal sogar fünfte Tor bekommen. Also von daher ein sehr viel Aufwand getrieben, phasenweise guten Fußball gespielt, haben uns nicht belohnt und jetzt stehen wir mit 4-1-Klatsche hier und jetzt haben wir einen schönen Fahrt nach Hause. Dankeschön. Vielen Dank. Lukas, nochmal Glückwunsch zum Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, vielen Dank, Karin. Unterm Strich ist es meistens so, dass natürlich auch Meinungen vom Spielergebnis sehr geprägt werden. Deswegen ich glaube ich schon, dass Duisburg besser gespielt hat, besser gespielt hat, als Pavel das jetzt im ersten Augenblick vielleicht auch sieht. Und wir haben aus meiner Sicht auch richtig schlecht gespielt. Ich bin noch nie als Trainer einer Mannschaft vom Platz gegangen mit so einer Grütze, die wir fabriziert haben. Das muss man einfach irgendwann so deutlich sagen. Und dann noch 4-1 zu gewinnen, das ist, glaube ich, über 90 Minuten kein unverdienter Sieg gewesen, definitiv. Aber ich war mit der Haltung, mit der Einstellung, mit der Umsetzung von Aufgaben einfach überhaupt nicht zufrieden. Und das sollte für uns der letzte Warnschuss sein, wenn wir hohe Ziele erreichen wollen. Dann wirst du so Spiele in der Höhe nicht allzu häufig gewinnen. Ich glaube, das Entscheidende war, dass wir in diesen spielentscheidenden Szenen die individuelle Qualität auf den Platz gebracht haben, wie uns Uras, Gerns Röse als Einwechsler, Julian Günther Schmidt in das Spiel schlussendlich dann zu unseren Gunsten gedreht. Aber mit der gesamten Mannschaftsleistung war ich heute leider gar nicht einverstanden. Dennoch, nicht falsch verstehen, wir nehmen die Punkte extrem gerne mit und das gehört auch in einem Spiel oder in einer Saison mal dazu, die Leistung nicht auf den Platz zu bringen, um zu gewinnen. Aber fürs 4-1 schäme ich mich den Kollegen gegenüber fast schon, weil das einfach überhaupt nicht dem Spielverlauf entspricht. Vielen Dank. Danke. Dann machen wir weiter mit den Fragen der Kollegen von der Presse. Mit der Bitte, falls es Fragen gibt, gerne an die bekannte Nummer schicken. Erste Frage an dich, Lukas. Aaron Wolczak, war eine Zeit zu Beginn zwischen der Innenverteidiger- und Sechserposition gependelt. Was war die Idee dahinter? Und warum ist der Plan nicht aufgegangen, sodass du nach 25 Minuten umgestellt hast? Ja, tatsächlich sind wir ein Team. Die Mannschaft hat auch deswegen nicht gut gespielt, weil ich sie offensichtlich überfordert habe. Ja, und dann sind wir in unsere klassische Struktur wieder gegangen. Insofern, nicht falsch verstehen, die Jungs sind immer schuld, sondern ich auch. Aber insgesamt hat die Mannschaft einfach heute nicht gut gespielt. Dann habe ich versucht, in unserer 4-3-3-Struktur wieder für Souveränität zu sorgen. Das Problem war, dass Palacios extrem wendig ist und das passt dann zu Manu Zeitz nicht so. Insofern habe ich das versucht so aufzufangen, dass Luca ihn da immer wieder schützen kann und Manu in der Dreierkette. Ist nicht aufgegangen, glücklicherweise konnte ich es bei mir. Tchaikovsky ist verletzt ausgewechselt worden, weißt du schon was? Nee, gar nicht. Also wirklich humpelt, ja, ein Schlag. Ich weiß es wirklich. Dominik fragt, was du mit Kians vor dem Spiel besprochen hast, bevor du ihn eingewechselt hast, weil er heute ja wirklich ziemlich aufgedreht hat.
Ja, auch das ist natürlich so etwas, wir haben eine gewisse Kaderstruktur und der Kians muss immer wieder auf der Sechs dann auch agieren. Und er ist natürlich jetzt so von seinem Naturell eher ein ganz offensiver Achter oder ein Zehner. Und heute hat das Spiel das eben hergegeben, dass er eher als Zehner agiert hat und nicht so sehr als Sechser. Und dann kann er mit seiner Dynamik und mit seiner Individualität ja, für Highlights sorgen. Je weniger Aufgaben er hat, desto besser ist es für ihn.